Ja, ihr Lieben, es gibt wirklich endlich brandheiße, ziemlich geile News und auch einige Gerüchte und sehr verwirrende Theorien zu Jurassic 7, denn die Dreharbeiten haben jetzt offiziell begonnen. Und zwar ist die Klappe am 13. Juni, also zur Aufnahme dieses Videos gestern, in Suriname gefallen. Das ist ein relativ kleines Örtchen, wo der Film startet. Wir haben da auch schon Setfotos zugeschickt bekommen. Ich werde mal schauen, dass ich euch die Setfotos im Community-Tab posten kann, denn ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass Universal diese Setbilder wohl nicht alle offiziell veröffentlicht hat. Das heißt, die sind laut einigen US-amerikanischen YouTubern jetzt wohl ähnlich wie damals auch Warner wirklich hinterher, um Mahnungen auszusprechen, wenn jetzt bestimmte YouTuber meinen, sie müssten die Set-Fotos weiterverbreiten. Und ich meine mich ganz grob zu erinnern, dass es so einen Fall schon mal gegeben hat, hier auf dem Kanal. Ich habe das so ein bisschen verdrängt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon mal zwei Strikes bekommen habe von irgendeiner anderen Filmfirma, die, ja, richtig. Deswegen werden wir jetzt hier auf jeden Fall mal aufpassen. Ich werde euch die Bilder jetzt also hier nicht in diesem Video einfach präsentieren. Wie gesagt, ich werde mal schauen, ob ich das Ganze einfach auf Instagram in die Story reinposte oder ob ich euch die Bilder im Community-Tab auf diesem YouTube-Kanal hier hinterlegen kann. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt hier mal über sämtliche Bilder, die wir geleakt oder eben gedroppt bekommen haben und über einige Infos und über den vermeintlichen Titel des Films, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, der Titel ist wirklich offiziell eingetragen. Wir quatschen da aber auf jeden Fall mal ganz kurz drüber. Viel Spaß mit dem Video. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Elefanten im Raum an. Der offizielle Titel von Jurassic World 4. Und ja, tatsächlich scheint die Nummer aktuell als Jurassic World 4 ... gelistet zu sein. Was das ... im Hintergrund bedeutet, erkläre ich euch gleich. Ich will euch nur noch mal ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, mir diese Information herauszusuchen. Im Endeffekt habe ich einfach nur einige neue Cast-Informationen zum offiziellen Cast des neuen Jurassic-Films gesucht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Scarlett Johansson noch immer nicht offiziell gelistet gewesen ist. Also habe ich einfach mal bei Google ganz grob eingegeben Jurassic World 4 Cast. Und siehe da, dann haben wir auf einmal dieses Bild hier bekommen, da ist Scarlett Johansson wieder mit dabei und komischerweise auch ein Titel des Films. Der Titel ist hier im Deutschen hinterlegt als Jurassic World 4 Letzte Kriege. Ja, ein Titel, der definitiv ins Jurassic-Universum passt. Genauso gut wie Jurassic World 4 Space Wars. Auf jeden Fall ist das erstmal das, was wir hinterlegt bekommen haben. Und das ist tatsächlich kein blöder deutscher Platzhalter für irgendwas, denn sogar im Englischen haben wir so einen Titel hinterlegt bekommen, der ganz einfach heißt Jurassic World 4 Extinction Wars. Also das könnte tatsächlich der offizielle Titel sein. Und die deutsche Übersetzung ist mal wieder halt bisschen anders. Auch Extinction Wars ist allerdings ein Titel, bei dem ich mir gedacht habe, das hört sich so gar nicht nach Jurassic an. Da ist nichts von wegen Back to the Roots und auch ein Titel wie Jurassic World 4, das würde das Versprechen von David Koepp ebenfalls wieder annullieren, weil der ja meinte, ja, wir nehmen keinen Bezug mehr auf die Filme davor. Deswegen habe ich für euch mal nachgeschaut gehabt und nein, dieser Titel ist noch nicht offiziell bestätigt worden. Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei nur um einen Fan-Titel handelt, der wirklich als Platzhalter benutzt wurde. Denn gerade im US-amerikanischen Sprachraum gab es eine grobe Idee, dass man jetzt in eine apokalyptische Dinosaurier-Richtung gehen könnte und da ist dann irgendwann dieser Titel hier gedroppt worden. Allerdings gab es halt nichts darüber, dass das wirklich offiziell sein sollte. Nein, ich bleib dabei. Der neue Jurassic-Film-Titel ist bisher noch nicht veröffentlicht worden. Und wenn wir jetzt in ein, zwei Tagen erfahren werden, ja, das stimmt übrigens, der Film heißt jetzt wirklich so, dann werden wir da nochmal ausführlich drüber reden. Dann müssen wir da ausführlich nochmal drüber reden. Aber bis dahin würde ich erstmal jetzt den Ball flach halten. Ich sage, das hier ist nicht der offizielle Titel. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Drehort Suriname. Das ist ein Land in Südamerika und dort wurde sich wirklich am Rande des Wassers ein sehr kleines Dörfchen rausgesucht. Das Bild hier kann ich euch auf jeden Fall mal einblenden. Das hier ist wirklich offiziell von Universal selber gepostet worden. Das scheint eine Art von Location zu sein, möglicherweise eine Location, wo sich eine der Hauptfiguren niedergelassen hat, die dann eben für den Film rekrutiert wird. Ob wir jetzt hier einen größeren Storystrang bekommen, ob dass hier das Festland sein soll oder irgendwie eine der tropischen Dino-Inseln, das wissen wir ebenfalls nicht. Aber hier wurde der Dreh jetzt auf jeden Fall begonnen. Und ich weiß nicht, ob euch die Karte und der Drehort irgendetwas sagt. Wenn nicht, macht das überhaupt nichts. Ich kann euch mal ganz kurz auf die Sprünge helfen. Wir hatten erst im letzten Video darüber gesprochen gehabt, dass ich trotz
offizieller Bestätigung vom Produzenten von Chaos Theory, der gemeint hat, die Serie spielt auf jeden Fall vor Dominion. Und ich bin immer noch der Meinung, das macht keinen Sinn, weil wir ja offizielle Daten haben in beiden Filmen und naja, Jurassic World Dominion einfach im Anfang August endet und Jurassic World Chaos Theory so um den September rum spielt. Und September ist halt einfach mal nach August. Wie komme ich jetzt aber zu diesem Bogen? Naja, wir haben in Jurassic World Chaos Theory ebenfalls noch eine sehr nette Information bekommen, die uns vorher gar nicht so auffallen konnte, da wir eben nicht wussten, wo jetzt der Drehstart vom neuen Jurassic-Film ist. Sehen wir uns allerdings mal diese Karte hier an, die Ben in seinem Van hat, wo er ganz viele Ideen und Punkte dann zusammensetzt und dann da quasi wie ein Detektiv versucht, das große Geheimnis zu lüften. Da können wir merken, dass fast alle Punkte, ziemlich viele Punkte, zu einem bestimmten Punkt zusammengeführt werden. Und zwar genau in das kleine Dorf in Suriname, in welchem der neue Jurassic-Film gedreht werden soll. Das heißt, was auch immer Ben hier herausgefunden hat, scheint in irgendeiner Form Bezug zum neuen Jurassic-Film zu nehmen. Oder es war einfach nur ein kleines, nettes Easter Egg, das wir halt hätten rausfinden können, wenn wir vorher gewusst hätten, wo die den Film drehen oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nochmal einen Bezug auf etwas nehmen soll, weil ich bis jetzt immer noch so an David Koepps Versprechen festhalte, dass der neue Jurassic-Film keinen Bezug mehr auf alles, was davor passiert ist, nehmen möchte. Wir werden es spätestens nächstes Jahr sehen oder vielleicht auch schon diesen September, wenn Staffel 2 von Chaos Theory erscheint, ob das irgendwelche Zusammenhänge haben könnte oder eben nicht. Des Weiteren haben wir noch weitere Setbilder eben von dieser, das ist glaube ich eine Bar, geleakt bekommen, bei der ich aber jetzt sagen muss, die werde ich hier nicht einblenden, die könnt ihr auch einfach selber mal so finden, da die relativ weit verbreitet sind, das sind einfach nur andere Einstellungen von dieser Bar, dann noch irgendwie so eine komische Treppe, die im Dschungel ist und dann ein Bild, wo wir sehen, wie eine gewaltige animatronische Puppe mit einer Decke drauf wegtransportiert wird und dieses Bild wurde zuallererst gepostet, da war es noch relativ unscharf gewesen und ich glaube, jeder von euch da draußen, der mir das Bild geschickt hat, hat einfach steif und fest behauptet, dass das ist ein T-Rex. Das ist auf jeden Fall Buck. Ich weiß nicht, wie ihr gerade auf Buck gekommen seid. Einfach zu sagen, das ist ein T-Rex, fand ich schon sehr gewagt, weil man hat wirklich auf dem ersten Foto gar nichts erkannt. Inzwischen wurde allerdings auch eine scharfe Variante dieses Bildes ins Internet gestellt. Und nein, hierbei handelt es sich nicht um Buck, nicht um einen T-Rex. Hier wird gerade ein Helikopter transportiert, also ein Helikopter-Requisit. Das kann möglicherweise dafür genutzt werden, dass in diesem Helikopter unsere Gruppe an dem Set ankommt, an dem Schauplatz, wenn es auf der Insel spielt oder eben von diesem Ort auf die Insel gebracht wird. Kommen wir nochmal zur Insel, denn auch hier gibt es neue Gerüchte. Die sind nicht offiziell bestätigt, das sind einfach nur Gerüchte, die wohl aber auch vom Set selber stammen. Der neue Jurassic-Film spielt scheinbar nicht auf der Isla Sorna. Spielt nicht auf der Isla Nublar und auf keiner anderen Insel der fünf Tode. Tatsächlich meint Variety nämlich herausgefunden zu haben, dass der neue Jurassic-Film auf einer Insel namens Sanctuary Island spielen soll, einer weiteren Dinosaurierinsel. Ich meine, auf der einen Seite frage ich mich jetzt auch, wir hatten noch Inseln übrig, ne? Wir hatten ja die fünf Tode gehabt, die wir noch gar nicht erforscht haben. Warum nehmen wir jetzt wirklich eine komplett neue Insel? Und dann denke ich wieder zurück an David Koepps Versprechen, wir wollen uns ja komplett entfernen von den anderen Filmen. Das könnte wieder so ein Zeichen in die Richtung sein, okay, der Mann hält sein Versprechen, deswegen mussten sie sich auch vielleicht eine neue Insel ausdenken. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, die fünf Tode nochmal mit in die Geschichte reinzubringen, wäre vielleicht doch ein bisschen cooler gewesen. Aber warten wir es erstmal ab. Ich meine, wir haben auch in Jurassic World Chaos Theory ganz am Anfang eine Sydney bekommen, die am Ende ihren Arm verliert und wir wissen ja alle, wie das Ganze ausgegangen ist. Vielleicht ist Sanctuary Island auch wieder nur ein Name, ein Deckname für eine andere Insel der fünf Tode. Ebenfalls wurde geschrieben, dass die Geschichte ein komplett neuer und frischer Touch sein soll. Und wir werden eine Gruppe gemischt aus drei Erwachsenen und drei Jugendlichen begleiten, die aus irgendeinem Grund auf einer Dinosaurier-besetzten Insel landen. Dieser Vorfall soll mit einem Unfall verbunden sein, wie auch sonst. Und bevor ihr jetzt alle rumschreit, oh, das ist aber, das haben wir jetzt schon tausendmal gehabt, ich gebe euch irgendwo recht, ja, es ist, wenn das alles so kommt, dasselbe wie immer. Aus irgendeinem Grund landen wir jetzt auf einer dinosaurierbesetzten Insel. Aber es tut mir leid, das ist einfach das Jurassic-Feeling. Jurassic ist immer besser dann, wenn es auf einer Insel spielt. Ich meine, der coolste Moment in Jurassic World 2 ist nun mal der, als der T-Rex ganz zu Beginn vom Film im Dunkeln sich langsam anschleicht, wie die Silhouette des Dinos nur durch die Blitze im Hintergrund erkennen können. Deswegen bin ich der Meinung, wie die jetzt auf
auf die Insel kommen oder warum, ist mir relativ egal, auch wenn es jetzt wieder ein Flugzeugabsturz ist. Von mir aus kann es auch eine Yacht sein, vielleicht eine der gelöschten Ideen aus dem ursprünglichen Skript von Jurassic Park 3, dass wir jetzt hier eine Yacht bekommen, die dann vom Pteranodon angegriffen wird und dann strandet die irgendwie an einer Insel. Ich glaube, das wäre mir wirklich relativ egal, wenn ich dann aber auch wirklich den Überlebenskampf der alten Jurassic Park Filme wieder spüren kann. Ebenfalls haben wir jetzt auch noch erfahren, dass der Film an ganzen 16 Locations gedreht wird. Das sind also die bisherigen Infos, die wir jetzt über den neuen Jurassic-Film haben. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, weil das Ganze fängt jetzt logischerweise erst an und wir werden jetzt möglicherweise auch wirklich Schlag auf Schlag wieder neue Informationen bekommen. Sollten wir allerdings jetzt in eine ähnliche Phase eintreten wie damals zur Godzilla Kong The New Empire Zeit, werde ich natürlich jedes Video, das irgendwelche Spoiler beinhalten könnte, auch ganz groß mit Spoiler betiteln. Allerdings glaube ich, so krass wie damals kann es nicht nochmal werden, weil ich habe noch nie einen Film gesehen, der so wenig Schutz vor Leaks gehabt hat, wie Godzilla Kong The New Empire. Das war wirklich krass gewesen. Dennoch werde ich alle möglichen Videos, die irgendwelche Stories, Spoiler oder ähnliches beinhalten, werde ich ganz groß mit Spoiler betiteln. In diesem Sinne, ihr Lieben, schreibt mir wie immer eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Für heute bin ich raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.